Oh mein Gott. Oh mein Gott! Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen heute mit dem Kid Morpher. Heute ist meine Facecam gespiegelt, wem es noch nicht aufgefallen ist. Und zwar ist das, dass wenn ich rüber gucke, dass ich dann nicht immer Außenbild gucke, sondern einfach ins Bild rein. Ja, genau, wir spielen heute Morpher und erstmal will ich mich bedanken für die coolen Rezensionen auf meinem letzten Video. Okay, die Diamanten wurden mir natürlich rausgenommen, das Wichtigste von allen. Vielen Dank, wir haben die 200 Likes geknackt. Vielleicht schaffen wir es ja heute nochmal, wenn ihr geil drauf seid. Und wenn nicht, dann nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Und ja, schreibt mir aber auf jeden Fall in die Kommentare, welche Kids ich demnächst im Video spielen soll. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen Ungeheuer aufnehmen, das hat jetzt nicht so gut geklappt, deswegen habe ich mich jetzt mal am Morpher versucht und einfach mal geguckt, wie es beim Morpher so ist. Es gibt lustigerweise verschiedene Uhrzeit, natürlich, es gibt verschiedene Uhrzeiten. Thor, du bist so ein Genius, ohne Witz. Und wenn man dann zum Beispiel abends spielt, dann kommt man mit dem Ungeheuer-Kit meiner Meinung nach irgendwie noch besser klar als irgendwie unterm Tag. Ich frage mich, wieso das so ist oder warum da die Spieler anders sind oder so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht findet ihr dazu ja eine Erklärung. Wenn ja, schreibt es runter unten in die Kommentarbox. So, zack, zack, zack. Dann, es gibt jetzt auch ein neues Google-Logo. Stimmt, das wollte ich ja auch noch ansprechen. Ich finde das voll geil. Also ich feiere das neue Google-Logo richtig, weil das sieht jetzt einfach so richtig schlicht und modern aus. Ich finde, YouTube sollte einfach auch mal wieder das Design komplett ändern. Ich bin da jemand, der vielleicht anfangs auch so ein bisschen meckert, so, oh, das ist jetzt nicht so geil, aber das ist jetzt nicht so geil. Aber im Endeffekt, man freut sich dann schon irgendwie wieder, wenn es ein neues Design hat oder so. Also ich bin da auch nicht so gern festgelegt auf ein einziges Design. Ich glaube, die Kuh hier, okay, nein. Machen die Team, ja. Ich halte mich da mal ein bisschen raus. Der ist irgendwie mitten in der Luft, läuft bei ihm. So, ich versuche mich mal an dem hier. So, Moment. Vielleicht dreht er sich ja um und will mir jetzt einen Bogenschott. Oh mein Gott. Das war extrem knapp. Er schießt mit dem Bogen, okay. Ich weiß ja nicht mal, was ich jetzt überhaupt für ein Kid bin. Ich bin ja Morpher, ne? Das ist ja das Problem. Erstmal Heiltrank, so. Bogen. So. Jetzt komme ich hier nach oben. Und schotte ihn mit meinem Bogen. So, Heiltränke wären ganz geil. Enderperlen auch. Zack. Was bin ich denn jetzt für ein Kid? Du hast die Fähigkeiten des Kids Zielsucher. Ah, okay. Jetzt bin ich Zielsucher. Nice. Das finde ich gut. Da vorne haben wir nämlich auch ein Ungeheuer, das ich sehr, sehr gerne töten würde. Aua. Aua, und ich werde von dem Typen hier. Oh mein Gott. Ich finde das ja so low, aber bitte, das ist ja... Oh, ich hasse sowas, ne? Wenn man so krass zugespammt wird. Ich meine, er hatte an sich ja keine Chance, aber... Wenn man so krass gespammt wird, dass man einfach keinen Ausweg fast mehr hat, das ist nervig. Aber das ist dann richtig so Spam gewesen. So. Das war ja. Die sind ja nicht mal noch geflogen. Ich hasse sowas voll. Aber im Prinzip ist. Als Kid, wenn man das Kid-Zielsucher hat, dann ist man quasi gezwungen, das zu tun. Und von dem her darf ich mich ja nicht drüber aufregen, aber es nervt einem. Halt trotzdem. Wenn die jetzt hier unten teamen, ne? Abgestaubt, okay. Und der nächste. Oh, den haben wir auch. Nice. Jetzt bin ich Ungeheuer. Und ich habe keinen Ungeheuerbogen. Scheiße. Ich darf keine Ungeheuer töten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Kacke. Wie komme ich denn jetzt weiter? Ich habe einen Bogen. Aber ich habe nicht genug Pfeile. Lol. Ja, das ist natürlich schlau. Beim Morpher, wenn der Morpher, ich meine, wenn ich damit jetzt irgendwas schlage, oder Spieler schlage, dann glaube ich, dann hilft das überhaupt nichts.
Kacke, Leute, jetzt muss ich versuchen, mit meinem Bogen die Leute irgendwie zu töten. Oder jetzt muss ich quasi fast einen Tower bauen, damit die Leute dann da runterfallen und ich einfach nur hoffen kann, dass der, der runterfällt, kein Ding ist. Moment so. Okay, ich habe Stärke auf dem Bogen, das ist schon mal richtig gut. Und der da vorne sieht ein bisschen low aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Da wurde einer die ganze Zeit hin und her geswitcht. Richtig komisch. Und auf einmal habe ich die beide jetzt mit dem Bogen getötet, weil die immer so hin und her geswitcht wurden. Und jetzt bin ich Bogenschütze. Lol. Was habe ich denn jetzt für ein Kit? Ja, ich habe jetzt das Kit Bogenschütze. Und ich habe aber beide noch getötet. Lol, das war jetzt ja richtig crazy. Also das war jetzt eine crazy Aktion. Okay, also wir haben es geschafft, aus dem Ungeheuer-Bug zu entfliehen hier, dass man dann keinen Bogen hat. Weil es ist ja doof, wenn man Morphe ist, aber dann gar keinen Ungeheuer-Bogen hat. Ich weiß nicht, ich werde Klausthaler mal anschreiben und mal fragen, ob man das vielleicht in irgendeiner Weise fixen kann, weil es ja doch echt nervig ist. So, ich könnte ja theoretisch hier stehen bleiben, ne? Tue ich aber nicht, weil hier ein Gegner ist, der auf mich wartet. Aber der ist ja da unten. Das ist ja das Problem, ne? Kacke. Ich könnte hier jetzt auch stehen bleiben. Theoretisch ja. Praktisch ja. So, Leute, was mache ich denn? Ich bleibe jetzt hier mal stehen und sortiere mal aus. So, das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Weg damit, weg damit. Brauche ich auch nicht mehr. Den Crab à la Crab. Okay. Ist leider nicht gestorben. Wir werden jetzt aber ganz, ganz fix uns zu ihm bewegen. Und ich werde mir vorher noch Rüstung craften. So, zack. Zack, jetzt bin ich wenigstens mal Full Iron hier. Kann mir noch einen Goldapfel craften, so wie sich das gehört. Und dann geht's ab in die Schlucht des Todes. Ja, hier ist nichts dabei, was ich brauchen könnte. So, verzauber ich mal unser Schwert hier. Auf Haltbarkeit, das ist das, was wir wollten. Das wollten wir alle. Wir wollten schon immer. Und Bann. Also Haltbarkeit und Bann. Das ist natürlich echt swaggy, wenn man das drauf hat, weil das braucht jeder sowas. Also jeder braucht Haltbarkeit und Bann. So. Wir sind Bogenschütze. Das heißt, wenn unser Gegner jetzt keinen Helm hat, was ich auf keinen Fall glaube, weil er wird das auf jeden Fall haben. So, dann teleportieren wir uns da mal raus aus dieser Höhle. So, haben leider jetzt den Goldapfel-Effekt nicht mehr, das ist natürlich schade, aber wir werden trotzdem versuchen, den Gegner, so gut es geht, zu töten. Oh mein Gott, GG. Er hat keine Chance gehabt, glaube ich, gegen uns, aber wir haben es trotzdem noch gut geschafft. Ich glaube, ich habe am Ende jetzt voll meinen Mund verzogen, kann das sein? Ich hab das Gefühl gehabt, dass ich schon wieder irgendwie mit meiner Zunge drum gespielt habe, so wie ich das immer mache. So gut, Leute, ich würde sagen, wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst einfach ein Däumelein nach oben da, schreibt mir einen Kommentar, welches Kit ich beim nächsten Mal spielen soll, schreibt mir auf jeden Fall ein paar Spielvorschläge und ich würde einfach mal schreiben natürlich, ich würde einfach mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao!